Prinz Hendriks Gesundheitszustand hat sich dem Palast zufolge zuletzt ernsthaft verschlechtert. Seit Jänner wird er in einem Krankenhaus in Kopenhagen wegen einer Lungenentzündung behandelt. Dort entdecken die Ärzte zudem einen gutartigen Tumor im linken Lungenflügel. Bereits am Wochenende hatten sich Mitglieder der dänischen Königsfamilie, darunter Kronprinz Frederik und sein Bruder Prinz Joachim, mit ihren Familien im Krankenhaus versammelt. Schon im vergangenen Jahr befindet sich der in Frankreich geborene Prinz mehrmals im Krankenhaus. Im September teilt das Königshaus dann mit, dass der 83-Jährige an Demenz leide. Seitdem war er öffentlich kaum noch aufgetreten. Hendrik wurde am 11. Juni 1934 als Graf Henri-Marie-Jean-André de la Borde de Montpezat im französischen Talence geboren. Die ersten 5 Lebensjahre verbrachte er mit seinen Eltern im Vietnam, studiert später Jus an der Pariser Sorbonne sowie Chinesisch und Vietnamesisch, unter anderem in Hongkong und Saigon. Nach der Hochzeit 1967 mit Margarete, die er in London kennengelernt hatte, änderte er seinen Vornamen ins dänische Henrik. Seine Frau wurde 1972 Königin von Dänemark. Die meisten öffentlichen Aufgaben gab Henrik bereits 2016 ab. Damals legte er auch den immer ungeliebten Titel Prinzgemahl nieder.